Wenn du sagst, ja Allah, ich möchte, dass ich so werde, ein Leiter von ein Konrad zu sein, kriegst du ein Leiter von Konrad. Aber als du in Konrad als Leiter geworden bist, machst du keinen Zakat, gibst du kein Zakatgeld, kein Freitagsgebet, kein Kontakt mit dem Bruder. Das heißt, für dich ist eine Ptila, eine Prüfung. Obwohl du denkst, dass es für dich gut ist. Alhamdulillah, ich habe Dua gemacht und sofort, nächsten Tag habe ich also Termin gehabt mit diesem Manager und dann hat mich als Leiter angestellt. Aber mit Krawatte, mit alles und Gebet ist langweilig. Du hast das gehofft. Und das, du hast Dua gemacht und du hast gekriegt. Aber danach sagst du, das ist ein Karama. Das ist kein Karama. Das ist für dich eine Prüfung, ein Niqma. Und kann sein, dass für dich ein Karama ist, dass du auch ein Leiter von einem Konrad bist, aber trotzdem, du gibst Zakat. Du bist pünktlich, du machst Musik aus, die in den Etagen sind. Das ist eine gute Sache für dich. Das heißt, das ist ein Karama für dich geworden. Ja, obwohl du sagst, ja, ich muss Dua machen. Alhamdulillah, du hast Dua gemacht und das ist zwischen Karama und Niqma. Und wie kannst du wissen, ob das Niqma ist oder Karama? Wenn du mit deinen Taten, ob du gut geworden bist oder schlecht geworden bist, هذا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.